Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen und Artikel an. Zuerst der Text. Wir sitzen, Tisch, einem Café, der Straße, Zentrum. Wir sehen, einander und sprechen, einander. Den nächsten Urlaub, Sommer. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. zum, B. am, C. mit, D. im, E. zu, F. zur, G. auf, H. in, I. ins und J. über. Setzen wir ein. Wir sitzen am Tisch, am, wo, Dativ. In einem Café, in einem, Dativ, wo. Auf der Straße, wo, Dativ. Ins Zentrum, wohin oder im Zentrum, wo. Wir sitzen am Tisch, in einem Café, auf der Straße, ins oder im Zentrum. Wir sehen zueinander und sprechen miteinander. Über den nächsten Urlaub, sprechen mit plus Dativ und sprechen über plus Akkusativ. Im Sommer. Wir sitzen am Tisch in einem Café auf der Straße, ins Zentrum oder im Zentrum. Wir sehen zueinander und sprechen miteinander über den nächsten Urlaub im Sommer. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video treffen sich Personen. Zuerst die Sätze. Sie trafen Party. Er setzte sie. Sie sprachen einander. Er erzählte sich und sie von sich. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. neben, B. einer, C. mit, D. ihm, E. von, F. einem, G. auf, H. ihm, I. sich und J. über. Setzen wir ein. Sie trafen sich. Reflexivpronomen. Auf einer Party. Wo? Dativ auf einer Party. Sie trafen sich auf einer Party. Er setzte sich, reflexiv, neben sie, wohin? Akkusativ. Er setzte sich neben sie. Sie sprachen miteinander.
Er erzählte ihr, Dativ, von oder über sich, Reflexiv. Von steht mit Dativ und über mit Akkusativ. Und sie, ihm, von sich, ihm, Dativ. Und noch einmal der ganze Text. Sie trafen sich auf einer Party, er setzte sich neben sie, sie sprachen miteinander, er erzählte ihr von oder über sich und sie ihm von sich. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragewörter an. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Bist du immer zu spät? Punkt, Punkt, Punkt. Hast du sie kennengelernt? Punkt, Punkt, Punkt. Ignorierst du mich? Punkt, Punkt, Punkt. Kommt die S-Bahn? Punkt, Punkt, Punkt. Geht er und mit? Punkt, Punkt, Punkt. Die Lösungsmöglichkeiten sind A. Wo, B. Wer, C. Wann, D. Warum, E. Wie, F. Wen, G. Wohin und H. Wem. Manchmal passen zwei oder mehr Lösungen. Setzen wir ein. Warum bist du immer zu spät? Wo oder wie hast du sie kennengelernt? Warum ignorierst du mich? Wann kommt die S-Bahn? Wohin geht er und mit wem? Und jetzt noch einmal alle Fragen. Warum bist du immer zu spät? Wo oder wie hast du sie kennengelernt? Warum ignorierst du mich? Wann kommt die S-Bahn? Wohin geht er und mit wem? Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Präpositionen an. Beginnen wir mit den Sätzen. Sie fährt mit Bus in Stadt. Er geht Fuß Schule. Sie fliegt mit Flugzeug Meer. Er geht ihr in ein Café und setzt sich an Tisch. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. zum, B. ans, C. die, D. dem, E. zu, F. zur, G. ans, H. nichts, I. den und J. mit. Setzen wir ein. Sie fährt mit dem Bus, Dativ, in die Stadt, Akkusativ, wohin? Sie fährt mit dem Bus in die Stadt. Er geht zu Fuß zur Schule, Dativ. Er geht zu Fuß zur Schule. Sie fliegt mit dem Flugzeug, Dativ, ans Meer, Akkusativ. Sie fliegt mit dem Flugzeug ans Meer. Er geht mit ihr, Dativ, in ein Café, wohin? Akkusativ in ein Café und setzt sich an den Tisch. Und jetzt noch einmal. Sie fährt mit dem Bus in die Stadt. Er geht zu Fuß zur Schule. Sie fliegt mit dem Flugzeug ans Meer. Er geht mit ihr in ein Café und setzt sich an den Tisch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Tag an und was wir da so machen. Zuerst die Sätze. Geht, hier brauchen wir eine Endung, morgen geht er, 6.30 Uhr, Haus. Er ist meist, etwas, Eile. Aber er ist nie, spät, bis, Haltestelle, braucht er nicht, lange, gehen. Und die Lösungsmöglichkeiten sind A. zum, B. aus, C. die, D. dem, E. zu, F. zur, G
in, H, nichts, I, en und J, ens. Setzen wir ein. Jeden Morgen, Akkusativ, geht er um 6.30 Uhr aus dem Haus, Dativ. Jeden Morgen geht er um 6.30 Uhr aus dem Haus. Er ist meistens etwas in Eile, aber er ist nie zu spät. Er ist meistens etwas in Eile, aber er ist nie zu spät. Meistens ist ein Adverb. Bis zur Haltestelle, Dativ, braucht er nicht zu lange zu gehen. Bis zur Haltestelle braucht er nicht zu lange zu gehen. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Jeden Morgen geht er um 6.30 Uhr aus dem Haus. Er ist meistens etwas in Eile, aber er ist nie zu spät. Bis zur Haltestelle braucht er nicht zu lange zu gehen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video setzen wir Sein und Haben ein. Lesen wir die Sätze. Ich, dich gestern gesehen. Wohin, du gegangen. Kurz nachdem ich dir begegnet, ich leer getroffen. Wir, uns unterhalten und in einem Café geblieben und uns amüsiert. Setzen wir ein. Ich habe dich gestern gesehen. Wohin bist du gegangen? Kurz nachdem ich dir begegnet bin, habe ich Lea getroffen. Wir haben uns unterhalten und sind in einem Café geblieben und haben uns amüsiert. Und jetzt noch einmal. Ich habe dich gestern gesehen. Wohin bist du gegangen? Kurz nachdem ich dir begegnet bin, habe ich Lea getroffen. Wir haben uns unterhalten und sind in einem Café geblieben und haben uns amüsiert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung.
Setzen Sie ein. Sein oder haben. Hier steht immer die Präsensform. Zuerst die Sätze. Ich, ihn gesehen. Du es schon gehört, dass er zurückgekommen, wir, uns gestern getroffen, als er aus einem Geschäft gekommen, ich war überrascht, als ich ihm begegnet, Setzen wir ein. A. Sein oder B. Haben. Ich habe ihn gesehen. Hast du es schon gehört, dass er zurückgekommen ist? Wir haben uns gestern getroffen, als er aus einem Geschäft gekommen ist. Ich war überrascht, als ich ihm begegnet bin. Merken wir uns noch einmal kurz, um das Perfekt zu bilden, verwenden wir haben und sein plus Partizip 2. Haben steht mit Verben der Nichtbewegung und sein mit Verben der Bewegung. Jetzt noch einmal die Sätze. Ich habe ihn gesehen. Hast du es schon gehört, dass er zurückgekommen ist? Wir haben uns gestern getroffen, als er aus einem Geschäft gekommen ist. Ich war überrascht, als ich ihm begegnet bin. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort alle bzw. alles genauer an. Zuerst die Sätze. Gute zum Geburtstag. Ich wünsche einen schönen Tag. Wird gut. In bin ich zufrieden, aber vor allem mit dir. Kann über passieren. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Alle, B. Allen, C. Allem, D. Alles und E. All. Setzen wir ein. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche allen, Dativ Plural, einen schönen Tag. Alles wird gut. Nominativ. Alles in allem bin ich zufrieden. Das ist ein fester Ausdruck und bedeutet insgesamt. Aber vor allem mit dir. Vor allem bedeutet ganz besonders. Alles in allem bin ich zufrieden, aber vor allem mit dir.
Alles kann überall passieren. Alles kann überall passieren. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Alles wird gut. Alles in allem bin ich zufrieden, aber vor allem mit dir. Alles kann überall passieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns Fragewörter, Relativpronomen und Artikel in den verschiedenen Kasus an. Zuerst die Sätze. Punkt, 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 ist der Mann, Punkt, 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 du gerade begrüßt hast. Er ist, Punkt, 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 Sohn, Punkt, 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 Frau, Punkt, 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 früher hier wohnte. Punkt, 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 Sohn, Punkt, 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 Freundin immer im Garten raucht, ist ziemlich ruhig. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Dessen, B. Deren, C. Dem, D. Den, E. Wer, F. Wen, G. Der und H. Die. Setzen wir ein. Wer ist der Mann? Nominativ. Den du gerade begrüßt hast. Relativpronomen. Akkusativ. Wer ist der Mann, den du gerade begrüßt hast? Er ist der Sohn. Nominativ. Der Frau. Genitiv. Die früher hier wohnte. Die. Nominativ. Relativpronomen. Er ist der Sohn der Frau, die früher hier wohnte. Der Sohn, Nominativ, dessen Freundin immer im Garten raucht, ist ziemlich ruhig. Das ist Genitiv, Relativpronomen, dessen. Der Sohn, dessen Freundin immer im Garten raucht, ist ziemlich ruhig. Und jetzt noch einmal. Wer ist der Mann, den du gerade begrüßt hast? Er ist der Sohn der Frau, die früher hier wohnte. Der Sohn, dessen Freundin immer im Garten raucht, ist ziemlich ruhig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video üben wir das Verb werden und die Formen davon. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Du mir bitte helfen. Punkt, Punkt, Punkt. Es besser. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn es von dir alleine gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Es nächsten Sonntag regnen. Das. Punkt, Punkt, Punkt. Meinen Plan stören. Setzen wir ein. Würdest du mir bitte helfen? Das ist Konjunktiv 2. Eine höfliche Frage. Wäre es besser geworden? Das ist das Verb werden im Konjunktiv 2. Wäre es besser geworden, wenn es von dir alleine gemacht worden wäre? Gemacht worden wäre, ist wieder Passiv Konjunktiv 2, Vergangenheit. Wird es nächsten Sonntag regnen? Wird regnen ist Futur. Das würde oder wird meinen Plan stören. Würde stören ist Konjunktiv 2 Gegenwart und wird stören ist Futur. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Würdest du mir bitte helfen? Wäre es besser geworden, wenn es von dir alleine gemacht worden wäre? Wird es nächsten Sonntag regnen? Das würde oder wird meinen Plan stören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung.